Minimalflamme des Brenners am Minimalflammenventil, Anfahrventil eingestellt. Das Fahrventil mit dem hohen, mit dem langen, der langen Spindel wird geöffnet und der Brenner wird entsprechend der benötigten Leistung hochgeregelt. Sobald die Leistung gebracht wird, kann der Brenner wieder etwas zurückgeregelt werden. Das Fahrventil befindet sich in griffgünstiger Position, unmittelbar neben dem Kesselsockel. Kann jederzeit gut erreicht werden. Brenner auf Minimalflamme geregelt.